Ja, jetzt geht's los. Wir sehen rechts, was da steht. Das Ahnenfest. Ich muss dem Weidler seinen Vater finden. Und ihn dann, ja, ganz ins Jenseits schicken. Ja, sicher. Hallo, kommst du mal her? Wo will der hin? Ich habe wieder R3 gedrückt. Hallo, hier bin ich. Kannst du mal... Aua. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Gibt er mir einen linken nur. Okay. Was soll es bedeuten? Ist egal, Karl. So. Da werden wir aber nicht hinlaufen oder irgendwas, sondern wir werden jetzt schnell reisen. Ja. Ja, und eigentlich hatte ich ja vor, da hinten die Fragezeichen dann zu machen. Müssen wir auch, weil, mache ich auch, weil irgendwie muss ich in die Richtung des Weidlers, muss ich ja so und so wieder dahin. Und ja, dann holen wir uns dann mal die Belohnung ab vom Weidler. Und dann gucken wir mal. So. Da waren wir. Oh Gott, jetzt habe ich echt wieder einen Schrecken gekriegt, der ich drin stecke. Okidoki. Dann werden wir da Ertrunkene kommen. War mir klar. Oh, dann komm mal her. Die sind ganz schön flink, diese Viecher, ey. So möchte ich auch mal springen können. So. Nein. Aua. So, zack. Und die Schnauze halten jetzt. Kann er wohl nicht angehen, ja. Ehrlich, du. Ich stelle mich hier an wie der erste Mensch. So. Zack. Rutt. Jip, ja, dass ich keinen, nicht jeden Tag zockt, das merkt man. Aber gut. Aha, da ist doch wieder was. Moder heute. Weg. Ja. Nein. Komm, kotzt du dich auch aus? Ist das Thema nämlich durch hier. So liebe ich das. So, wo haben wir denn den Kameraden? Da liegt er doch schon rum. Der Sumpf hat Ambros Leiche gut gehalten. Auch wenn der Weideler ihm den Kopf eingeschlagen hat. Ich sollte die Leiche verbrennen. Verlasse die Welt der Lebenden und kehre nie wieder zurück. Genau. So, sprich mit dem Weidler. Ja, das heißt, wir müssen wieder zu dem Platz zurück. Zum Sumpf, da. Und die Schnellreise angehen. Ja, weil 1600 Meter ist man nicht eben so auf lässig gemacht. Quack. Och Mensch, sag mal, das ist doch... Haben die sich gerade alle gegen mich verschworen, oder was? Nein. Ja, brüll doch noch ein bisschen rum, die Trottel. Einmal deine Sterne. Aber ich wollte ja Kampf haben. Jetzt kriege ich ihn. Und jetzt bin ich auch schon noch rumrollen. Nein, Quatsch. Ich bin ja froh, dass mal wirklich Action ist. Und nicht nur immer durch die Gegend, dann kürzen hier und kurzer da. Und dann Kämpfe, wo man auch richtig auf die Fresse kriegt. Und zum Schluss doch gewinnt. Ja. So liebe ich das. Da bist du. So, wir müssen jetzt ganz nach Westen hin. Oh ja. So, Schwarzzweig.
Ja, und da muss ich irgendwann, ich glaube, ich ein Schwarzzweig ist, glaube ich, ein Händler, ne? Kann gut möglich sein. Dann kann ich da wenigstens ein bisschen, ich weiß ja nicht, wie viel Kohle der hat. Nee, wo ist denn, Moment, da ist irgendjemand, der... Hallo, wo ist denn der hier? Hallo? 5 Uhr morgens? Kann das sein, dass ich, Nee, geht nicht. Das heißt, ich muss kurz mal eben ein paar Stündchen mit die... Wo ist er denn jetzt hin? Hallo? Wieso ist der Schmied weg? Wieso ist der Schmied weg? Fängt er erst später an. Ah! So, dann... Wieso kann ich den nicht anquatschen? Sorry, Leute, also das tut mir jetzt echt leid, aber irgendwie will das Spiel mich verarschen. Ah, jetzt. Und er fängt ja noch später an. So, jetzt komm mal her hier. Was denn? Der wie, was denn? Bis 11 Uhr pennen und ich stehe hier schon 3 Stunden. Ich sehe mich um. Vielleicht suche ich mir was aus. Genau, aber nur vielleicht. Naja, 408 können wir ein bisschen... Das ist ein Waffenschmied. Du kommst weg. Oh, 76, haben wir nix. Ah doch, wir haben noch was hier, komm. Irgendwas können wir den da noch andrehen. 35 und 34. Hat der sonst noch irgendwas? Ja, das... Nein, nicht dies, das. Okay. Nein, nein. Ach ja, das ist immer so schwierig dann. Gerade am Anfang ist das immer so blöd. Ja. Wenn man da noch nicht die Schmiede hat, die man gerne haben möchte. Und wenn, dann muss man dahin ohne Ende reisen. Das macht dann auch keinen Sinn. 31 und du 36. Komm, so. Ei, halt, stimmt. Ich sehe mich um. Vielleicht Entschuldigung. Mir was aus. Weil der erst so spät anfängt. Das ist ja wohl ein Witz. So, reparieren. Genau, führen wir mal eine ordentliche Reparatur durch. 248, die hole ich mir wieder. Aber so weit von... Du 110... Achso, 89 hat er ja noch. Und 37. Na gut. Mehr geht halt nicht. Ist er. So, mach die vom Acker. Jetzt kannst du dich vom Acker machen. Was denn? Oh, Mann. Nee, also das kann man ja normalerweise gar nicht einstellen, ey. Das ist ja schon... Ist der Kaufmann jetzt da? Nee. Er wird zwar angezeigt, aber er ist nicht da. Na gut, dann nicht. Dann leckfett. Dann gehen wir Richtung Weideland. Mal gucken, was wir von dem kriegen, von dem guten Mann. Weil er hat ja gesagt, er weiß, was er uns nicht umsonst bemühen kann. So. Weißer Wolf, weißer Wolf. Was braucht der Wolf? Meine Kohlen? Kommen häufig Leute aus dem Dorf her? Oh, wenn sie Hilfe brauchen, kommen sie zum Weiderlauf. Hilfe wobei? Wenn die Toten ruhelos sind, muss Frieden gemacht werden. Doch sie müssen bis zum Ahnenfest warten. Oder wenn ein böser Geist in einem Haus umgeht, den kann der Weideler austreiben. Und wenn ich einen Liebestrank bräuchte? Dann müsstest du zur Hexe gehen. Das ist des Weidelers Sache nicht. Mhm.
Ich habe die Leiche deines Vaters gefunden. Ich musste sie verbrennen. Eine gute Tat. Er wäre sicher zurückgekommen. Was ist passiert? Hast du deinen Vater wirklich umgebracht? Er war ein böser Mann. Einst fürchtete der Weideler ihn, doch dann fand er Mut. Was sein Vater seiner Mutter angetan hat, der Weideler konnte es nicht mit ansehen. Also spaltete er den Kopf seines Vaters mit einer Axt. Ließ ihn im Sumpf liegen. Die Leute wussten davon. Gut, dass wir das schon hatten. Der Geist wird wahrscheinlich nicht zurückkehren. Vielen Dank, Exa. Hier ist eine Belohnung für deine Hilfe. Und solltest du jemals Kräuter oder Heilmittel brauchen, für wenig Geld bekommst du sie von mir. Oh, das war laut. So, komm, Weißer gucken Wolf, wir mal. Weißer Wolf, was braucht der Wolf? 50 Kronen, das ist ein bisschen wenig, Kumpel, ne? Ein bisschen dürftig. Das muss ich mal sagen. Ich könnte ein paar Zutaten für Tränke gebrauchen. Was hast du denn da? Troll. Trollmutter gehen morgig. Ja, er hat schon schöne Sachen, so ist das nicht. Aber, ja doch, da. Die seltenen Sachen, die kann ich brauchen. Ja, die findet man wirklich selten. Was kostest du? 414 nehme ich. Stammelfortgedöne nehme ich auch. Und Schwefel. Das andere kaufe ich später alles. Ja, wenn ich wieder gut bei Kasse bin. Bis dann. Ja, tschüss. Okay. Nein, nach Schiff, nach Skellige. Was soll der Scheiß? Erstmal muss ich da wieder hin. Und die Quest, vielleicht haben wir eine Quest da hinten in der Gegend. Ich weiß es ja nicht. Verteidiger des Glaubens, Rüstungsschmied, das haben wir alles nur noch. Freiwilliger, ja komm. Das ist, nein. Das Ding aus dem Sumpf, Moment. Da können wir die Kohle abholen. Scheiße, das hätte ich vorhin machen sollen. Jetzt muss ich, nee, das hole ich jetzt nicht. Nö. Nö, nö. In diese Richtung will ich. Halt, kann ich auch so machen. Ja, lassen wir das erstmal so. Hoppla. Na, guck mal, Prinzessin. Ab in diese Richtung. Jetzt muss ich nur mal eben gucken, ob mein Schwert auch soweit in Ordnung ist. Das ist gut, das auch. Also brauche ich... Halt. Wie viel hast du? 40 Stück, das reicht erstmal. Was haben wir denn da? Nö. Oh, Necker. Ja, begräbt sie. Ja gut, dann nicht. Okay. Nein, jetzt habe ich keine Lust mehr mit euch zu spielen. Oh, jetzt muss ich ja noch schwimmen. Okay. Da ist doch der Strand, ne? Und da nicht die ganzen... Ne, sieht nicht danach aus, ob da die ganzen Banditen sind. Versteckter Schatz. Irgendwas stimmt hier nicht. Brief mit Wasserschäden. Ja gut, das kann ja möglich sein. Molka, ich weiß, dass du nicht mehr schmuggelst. Du hast genügend Geld gespart und willst das Risiko nicht mehr eingehen, sondern deine Zeit mit Frau und Kindern genießen. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Wir müssen noch eine Ladung verschieben, die letzte versprochen. Es ist ein einfacher Auftrag, nur ein paar Kisten. Das Risiko ist gering. Die Belohnung hat es in sich. Bitte mache es, wenn nicht um des Goldes, dann um der alten Zeiten willen. Bert, was haben wir denn da? Notiz alles. Achso, das sind die Dinger da, ja. Versunkener Schatz. Jetzt müssen wir das so machen. Ja, dann schauen wir mal. Okay. Ne, da ist nichts. Da aber jetzt. Jetzt aber. Nur mach. Sag mal.
kann da wohl nicht wahr sein hier. Sag mal, wie weit sind die denn weg? Na endlich. Kannst du den mal treffen? Na also, so jetzt müssen wir wahrhaftig nochmal auftauchen. Also ich weiß nicht, was hier jetzt schief läuft. Ich weiß es echt nicht. Das ist schon die ganze Zeit so. Oh Mann. Nein, da muss ich hin. Der Bezwinger. So. Ich kann nur noch... ich kann nur noch darüber lachen. Immer. Das ist wirklich ein Witz. Ein absoluter Witz. Ja. Ja, das läuft. Also dann hast du einen Tag dabei, da läuft alles schief. Alles, was schief laufen kann, läuft wirklich schief. So, jetzt werden wir gucken. Die nächsten Fragezeichen. Haben wir schon hinkriegen. Okidoki. So, das müssen doch hier alles... Mache ich. Ui, jawohl. Nein, 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 nein. Oh, das war eine empfindliche Stelle. So, komm mal her. Oh, ist das richtig. Ach, guck mal, da kommen die Leute wieder. Ja, aber sowas weißt du auch nicht, was du sagen sollst. Es passiert ja einfach. Es ist echt der Granat, echt die Granate. Genau, ein Schwert, wo ist da? So, jetzt gucken wir mal, was hier alles so aufleuchtet, aufblinkt. Halt. Okay. Komm, da drin muss doch noch eine Kiste sein oder so. Das kann doch nicht sein, dass das... Okay. Was liegt denn hier? Ein Brief. Kleiner Bruder, ich habe deinen Brief erhalten. Den Kindern geht es gut, danke. Der kleine Raclette ist ganz schön gewachsen. Er reicht mir schon bis zur Schulter. Und Kit ist süß wie eh und je. Aber genug davon. Ich bin so froh, dass du wieder sicher zu Hause bist. Aber ich mache mir Sorgen. Bist du wirklich sicher, dass diese Piraten für immer weg sind? Du musst wachsam sein und darfst nachts kein Licht anmachen, damit dich niemand sieht, wenn er die Küste entlang fährt. Deine Lessica. Ja, nur viel gebracht hat er nichts. Hat nicht gereicht. So, hier ist nichts mehr. Next one, bitte. Genau, dein. Ja, ich. Mir graut es jetzt schon vor, da zu tauchen. Ja. Absolut. Aber es hilft ja alles nichts. Versteckter Schatz. Da ist er. Und wo seid ihr, Ertrunkenen? Tschüss. Nö, ist nix. So, da liegt er. Notizen eines Schmugglers. Das waren noch Zeiten. Man schmuggelte ein paar Flaschen Schnaps nach Ochsenfurt, verscheuerte sie an Studenten, verdiente sich eine goldene Nase. Und sie waren vom Unterricht gestärkt. Danke an Radovid. Machte die Universität dicht, verjagte die Studenten und brachten Ballisten am Ufer in Stellung, die auf alles schießen sollten, was den Ponter hoch und runter schwamm. Schwäne eingeschlossen. Aber jeder noch so dunkle Wolke zieht einmal vorüber. Gestern sah ich, wie unsere tapferen Soldaten ein Handelsschiff versenken. Es sank mit Mann und Maus und mitsamt der Ladung. Schade um die Männer, aber genauso schade wäre es, wenn all die Waren dort unten blieben. Also werden Martin und ich sie nach oben holen, trocknen und verkaufen. Und vielleicht fällt ja am Ende auch was für meinen Topf ab. Ja, kostspieliger Fehler.
Oh, das geht noch gar nicht. Wie kostspielig wäre der denn? Kostspieliger Fehler 71. Ich hab's geahnt. Ich kann den Scheiß noch nicht machen, ey. Scheiße. Wo will er da draußen? Ja, das ist Geist, das weiß ich. Weiß ich sogar ganz genau. Aber 6 Level, das ist. Kann ich nicht machen. Nee, kann ich absolut nicht machen. Das ist zu viel. Ja, muss ich dann halt später machen. So leid's mir tut. So, das werden wir mal. What? Ah, ich wollte es gerade sagen, also. Gehen wir diese Richtung. Ja, lässt sich leider nicht vermeiden. Das ist so eine Art Pester, die da rumschwirrt. Ja. So, dann wollen wir mal hier aufräumen, die Kameraden. So, kommt mal her hier. Hast du? So, jetzt hole ich mir mal Verstärkung, oder? Ich versuche wirklich mal. Wo sind die denn? Eibeln? Na gut. Sag mal, kommst du mal hier hin, du Hampelmann? So. Aua. Warum haust du ab? Es gibt keinen Grund abzuhauen. Wo ist der eine Spinner? Wieso nicht? Ich meine, du hältst halt nicht durch. Ach, das kann ich auch gleich machen. Jetzt werden wir aber erstmal... Hoppla, er hängt da so in eine Seile. Jetzt werden wir erstmal hier alles aufsammeln. Lecker. Loot. Er hat noch Kohle bei gehabt. Mhm. Du hast den Schlüssel. Das ist sehr gut. So. Oh, hier blinkt ja alles auf. Okidoki. Sowas freut mich. Sowas nimmt mich mit. Aber hier liegt noch eine Hand rum. Schön, schön. Ah, Truhen können immer gut sein oder auch nicht. Herrlich, wenn das so... rostige Sachen, aber egal. Bringt irgendwo immer ein paar Öcken. Und schon bin ich überladen. Genau das meine ich. Jetzt müssen wir, besser gesagt, ich etwas anderes machen. Nein, nein, die erworbene Toleranz. Vernichtende Hiebe. Aktiver Schild. Den setze ich eh zu wenig ein. Machen wir erstmal hier weg. Genau. Und hier? War mal, genau, guck mal, hier waren wir noch gar nicht. Ich glaube, ich muss dann erstmal wieder zurückreisen.
Weil ich gleich schon voll bin wie so ein Amtmann. Wenn das so weitergeht. Oh ja, das geht so weiter. Aber herrlich. So, muss ich genau hinhören. Danke, Meister. Du hast mir das Leben gerettet. Wenn du mal durch Sandort kommst, sag Bescheid. Ich werde dich rasieren und einen Haarschnitt spendiere ich dir auch. Okay. Das ist also der Barbier. Gut. Diese Richtung. Ja. Nach links. Ja, jetzt haben wir alles hier. Juhu. Jupido. Ah. Was macht ihr denn hier? Was macht ihr denn hier? Okay, die machen jetzt noch nichts. Aha. Jawohl. Nein, nein. So nicht, mein Freund. Alter, haben die bespickt hier. Da haben die ganzen Köcher drauf rumgeritten. Hallo? Ach, da liegt der. Oh Mann. So, sonst haben wir hier... Alles lecker Zeug. Lecker, lecker. So, jetzt müsste mein Schwert eigentlich schon wieder arg gelitten haben. 84, sag ich doch. Oh, guckt, guckt ja mal an, was ich da hab. 10 hat er nur noch. Ja, dann. Ja, das muss in Ordnung sein. So, nächster bitte. Ja. Dann werden wir mal dahin. Nein, ihr seid noch nicht dran. Okay, das ist keine, das ist nicht Pestmite gar nicht, wie ich vorhin geahnt habe. Weil die ist da drüben. Ja, da ist sie schon. Nun komm schon. Oh, da zieht er mich runter, die Sau. Oh, guck dir das nur mach! So, tschüss. Alter, wo kommen die denn alle her? Machst du da mal inne? Die spawnen sofort wieder. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ganz dringend muss ich hier weg. Ja. So, also warum jetzt das? So, da ist das Vieh. Komm ran hier. Au, 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 au. So vertun kann, aber gut, ich kann wirklich nicht alles im Kopf behalten. Aber trotzdem ist das ein bisschen, ja, blamabel finde ich das. Auf jeden Fall blamabel. Nein.
ist noch einer, eine Angel. Oh, nicht schlecht. So. Jetzt wieder zurück. Hier war da auch irgendwas. Da bin ich gemeint, das weiß ich ganz genau. Ja, aber warte mal, das machen wir. Sind die auch mitten unter Wasser? Warte mal eine Sekunde. Was ist das? Nein, nicht Adlerauge. Kunstschuss. Das mache ich jetzt mal. So. Genau. So ist das gut. So, hier war irgendwas. Die tauchen da unten, die da hinten wieder. So. Oh, meine Vergiftung ist zu hoch. Ja. Ich muss ganz schnell, rapido. So. Jetzt passt das wieder. Mach ich. Boah. Boah. Dieses Nachstück. Was macht der denn? Geht der stiften? So, zack. Jawohl. Ja, du hast Mut. Ach, du feige Sau da hinten. Zu dir komme ich jetzt. Ja, aufsammeln tun wir gleich. Warum? Oh ja. Ja, immer schön nach der Reihe. So liebe ich das. Kommst du mal her, du Blitzbirne? Ach, da bist du. So, der versteckt sich dahinter, die feige Sau. So nicht, du Hampelmann. Du machst gar nichts. Du kannst mal eben guten Namen sagen, aber mehr auch nicht. Jawohl. So mag ich das. Viel Prügelei. Nein. Nein. So, dann fangen wir mal bei dem hier an. Und arbeiten uns. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist. Ich muss da hinten anfangen. Sonst entgeht mir was. Sag ich doch. Nun ja. Einfaches Bier, was haben wir hier? Ist da nichts. Oh ja. Das hätten wir jetzt alles liegen lassen. Nein, nein. So, jetzt geht's nochmal. Ein Fläschchen, dafür hat es sich schon gelohnt. So, du bist da auch bestimmt gut. Okay. Wutsch. Alles fistig. Jawohl, hier sind die Kokser. Ah, da liegt das.
Piratennotizen. Gestern haben wir eine Silberschale und Rubinbrosche auf dem Grund gefunden. Königin Zuleikas Schatz ist also wirklich irgendwo dort unten. Vielleicht im Lagerraum eines der Schiffswrack vor der Westküste. Aber wir können sie uns im Augenblick nicht ansehen. Zu viel Seegang. Wir müssen warten, bis sich das Meer wieder beruhigt hat. Wir schlagen ein Lager auf. Ja. Genau. Aber erstmal sammeln wir hier. Nein, da ist nichts. Hier liegen noch mehr rum. Genau, mal ausmachen hier. Okay, das war das letzte Stück. Aber... hier... hopp, dahinter war noch was. Oh ja. So, 139 Meter. Da ist das, okay. Jetzt muss ich doch wieder... Scheiße. Naja. Komm. Die Vergiftungsstufe, die darf ich nicht außer Acht lassen. Na, siehste. So geht's doch. Okay. Oh, guck dir das mal an. Das ist doch nicht mehr schön, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, guck dir das mal an. Boah. Da soll mir einer sagen, also da... das geht ja gar nicht. Und das ist noch weit draußen. So, jetzt müssen wir eh runtergehen, das hilft ja alles nichts. Nun komm schon. So, sind die anderen Penner da? Ist nur einer hier. Aber ich muss schnell, ich muss nochmal auftauchen, sorry. Aber das geht so nicht. Ganz schnell. Ich muss hier rein. Ja. Eieieiei. Das ist jetzt... noch ich mal nix, ne? Das ist nicht alles. Okay. Oh, das, naja, gut. Wir haben es geschafft. Passt das schon. Horido. ein bisschen können wir noch. Ein wenig können wir noch. Dann mal in diese Richtung. Ja. Und dann müssen wir, tja, na, oh, Ziegenhaut, Halleluja. Dann muss ich nach, oh Mann, hier liegt so allerhand rum, da will ich gar nicht.
hier liegen lassen. Okay, das haben wir. Ach ja. Müssen auch Banditen sein. Ich glaube, hier in der ganzen Ecke sind nur Banditen. Ah ne, hier waren wir ja schon. Okay. Ja. Tadadi. Tatarazazaz, so ist der Banditenlager. Wie ein Mann, komm zu Papa. Ja, ich bin nicht mehrere. Machen wir das so. Aua. Was ist los? Ach, was mache ich denn? Ich sage, ich stelle mich hier an. So. Und wegen dir musste ich einen Trank nehmen. Scheiße. Nee, ich höre heute auf. Das hat keinen Sinn, das hat keinen Zweck. Nee, wirklich nicht. Ich mache heute nur Scheiße. Und das muss ich mir nicht weiter antun. Nein, habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Gut, Freunde, ihr wisst, was das heißt. Und wir sehen uns wieder, wenn ich besser drauf bin.